Weißt du, was du bist? Deine Zähne bist du am riskieren. Und jetzt hau ab! Und nimm deine vegane Pampe mit! Tagebuch von Vincent Wilke, 9. Juni. Juni? Juni, glaube ich. Ich habe seit gerade eben keinen Job mehr und ich schwöre, diesmal bin ich nicht schuld. Alles, was ich gemacht habe, ist, die Gäste zu beraten, was gesunde Ernährung angeht. Ich meine, was kann ich denn dafür, wenn die das Falsche bestellen? Tja, damit wäre ich dann wieder pleite, mein Informatikstudium existiert quasi nur noch auf dem Papier. Das heißt aber wenigstens, dass der Tag nicht noch schlechter werden kann. Isa? Isa! Vinny? Hi. Du, mein Schlüssel passt irgendwie nicht. Ja, ich habe das Schloss austauschen lassen. Was? Wieso? War da was nicht in Ordnung? Sozusagen. Das, was nicht in Ordnung war, war, dass dein Schlüssel noch gepasst hat. Hä? Du bist mit der Miete im Rückstand seit, 6 Monaten. Kann doch gar nicht sein. Oh, nein, stimmt. Seit 7. So oder so, ich schmeiß dich raus. Wie, was? Mhm. Anzeige für einen neuen Mitbewohner ist schon geschaltet. Moment. Kann ja gut sein, dass ich mich verspätet habe. Echt? Also glaube ich dir. Aber das kann doch mal passieren. Ich meine, ich zahle die Miete doch. Wann zahlst du? Also jetzt gerade, weißt du, das ist schwierig. Ich bin vorhin wieder gefeuert worden und habe gerade kein Geld. Ich war schon mal so nett, dein Zimmer auszuräumen und alles zusammenzupacken. Ich hätte den Krempel auch einfach anzünden können, um zumindest Heizkosten zu sparen. Sieh zu, dass das heute noch aus dem Treppenhaus verschwindet. Du hättest mich wenigstens vorwarnen können. Was soll denn das jetzt heißen? Naja, also so ganz die feine Art ist es ja nicht, mich hier rauszuschmeißen, ohne mir vorher zumindest mal Bescheid zu sagen. Soll jetzt kein Vorwurf sein, aber so ein kleiner Hinweis im Vorfeld wäre ja doch mal ganz angebracht gewesen, nicht? Ein kleiner Hinweis? Meinst du etwa... Zahl endlich deine Miete! Ja, doch, wenn ich so nachdenke, also, kann sein, dass du da mal was angedeutet hast, so zwischen Tür und Angel. Schön, dass du dich erinnerst. Dann viel Glück bei der Wohnungssuche. Ach ja, hier, deine Post der letzten Wochen. Isa, wollen wir nicht nochmal drüber reden? Ich meine, sag doch mal, was genau dein Problem ist. Tagebuch von Vincent Wilke, noch immer 9. Juni. Vincent! Oh? Tante Annegret, was machst du denn hier? Ach, ich komme wegen Onkel Rudi. Wieso? Was ist mit ihm? Nein. Alles gut. Das Grab ist bepflanzt. Grab? Die Witwenrente ist regelmäßig auf dem Konto. Oh. Schade, dass du nicht auf der Beerdigung warst. Wir haben dich vermisst. Ich hab das zu spät erfahren, nicht? Diese verdammte Post. Naja, dein Onkel Rudi hat dir jedenfalls etwas vermacht. Vermacht? Mir? Echt? Das ist natürlich toll, weil er lebt ja gewissermaßen weiter, wenn ich was erbe, also in dem, was ich dann von ihm hab. Also ich meine, natürlich echt blöd, dass er tot ist. Oh, Rudi hatte gehofft, dass du dich so darüber freuen würdest. Du ahnst schon, was es ist, oder? Nee, keine Ahnung. Dann guck mal auf die andere Straßenseite. Das ist doch nicht... Rudis heißgeliebter Pommeswagen. Er hat sich immer gewünscht, dass du ihn bekommst. Hier, die Schlüssel. Na, freust du dich? Ja, klar. Wusste ich's doch. Dann mach's gut. Wir sehen uns nach meiner Weltreise. Tagebuch von Vincent Wilke, Fortsetzung. Tja, sieht so aus, als hätte ich jetzt erstmal wieder ein Dach über dem Kopf. Außerdem, der Wagen steht nah genug an unserem WLAN. Eine Küche habe ich ja offensichtlich. Naja, und bei der Dauerbaustelle an der Ecke, wo nie jemand arbeitet, gibt's ein Chemieklo. Also eigentlich lässt es sich ja aushalten. Wenn ich den Wagen dann erstmal verkauft habe, kann ich mir von dem Geld für ein paar Monate eine neue Bleibe leisten und dann, irgendwas wird mir schon einfallen. Da! Irgendwas ist hier runtergefallen. Ja! Hier ist anscheinend eine Maus oder so mit dem Wagen. Komm, Isa, mach doch schon auf! Oh mein Gott, ist das Blut? Ketchup, dann hattest du also keinen Unfall. Schön für dich. Das wäre ein Grund, den ich akzeptiert hätte, mich weiter zu belästigen. Aber so... Ein Geist! Was? Da ist ein Geist! In meinem Pommeswagen spukt es!
In welchem Pommeswagen? Meinem. Also Onkel Rudis. Obwohl, nee, der hat ihn mir vererbt. Also doch meiner. Und darin spukt es. Ich kam da nur rein und da flogen so Gabeln und Geschirr durch die Luft. Wusch! Und der ganze Wagen hat so gewackelt. Und dann kam da dieses Ding da, das zum Sachen in der Pfanne umdrehen. Und hat mich direkt ins Gesicht geschlagen. Ganz von alleine. Ehrlich? Eine der wenigen Sachen, die für dich sprechen, ist, dass du dich nie über meinen Glauben an das Übernatürliche lustig gemacht hast. Und jetzt nutzt du den aus, um hier wieder reinzukommen? Ich will doch nicht hier rein. Du sollst in meinen Wagen kommen. Na gut, dann sehe ich mir das mal an. Nur für den Fall der Fälle. Danke. Aber eines sag ich dir. Wenn das irgendein dummer Witz, irgendein Trick oder sonst was ist, dann spukt in diesem Wagen bald wirklich ein Geist, und zwar deiner. Naja, und nachdem ich es dann nochmal gründlich überschlafen habe, habe ich mich halt doch für Maschinenbau und nicht für Parapsychologie eingeschrieben. Manchmal frage ich mich, ob das die richtige Entscheidung war. Ja, wenn du erstmal gesehen hast, was hier passiert, ist das wahrscheinlich der richtige Moment, um doch noch das Fach zu wechseln. Tja, aber dazu müsste hier mal was passieren. Macht's gleich, wart's nur ab. Gleich geht hier voll der Spuk ab, sag ich dir. Aber hier ging auf jeden Fall voll der Spuk ab. Guck mal, das ganze Zeug da auf dem Boden, das hat der Geist dahin geworfen. Weil ja ein Geist die einzige Erklärung ist, warum bei dir Chaos herrschen könnte. Isa, echt, ich schwör's dir, vorhin war hier ein Geist, vielleicht sogar mehrere, aber auf jeden Fall total der Spuk. Keine Ahnung, warum der jetzt nichts macht. Gehen wir es mal ganz logisch an. Was hast du gemacht, als sich der Geist das letzte Mal gezeigt hat? Ich bin hier reingekommen und habe meine Sachen abgestellt. Ganz genau, bitte. Hast du irgendwas gemacht oder gesagt, was den Geist provoziert haben könnte? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte mir nur gerade eine Tagebuchnotiz gemacht, dass ich den Wagen verkaufe und mir dann von dem Geld... Aha! Da! Hast du das gesehen? Was hast du gerade gesagt? Ob du das gesehen hast? Nein, davor, was du auch vorhin schon gesagt hast. Also nur, dass ich den Wagen verkaufe und mir dann... Lass dich nicht ablenken, rede weiter. Ich weiß nicht. Ja, komm, was willst du mit dem Wagen machen? Ihn verkaufen. Genau, du brauchst keinen alten Pommeswagen. Du solltest das Ding verkaufen, verscheuern, verhökern, verschachern, verhökern. Ja, und jetzt? Nun wissen wir, was der Geist will. Beziehungsweise, was er nicht will. Er will nicht, dass wir den Wagen Er will nicht, dass wir den Wagen verkaufen, richtig? Richtig. Also will er, dass wir ihn behalten. Und was sollen wir damit? Was macht man mit einem Pommeswagen? Ihn verkaufen? Man verkauft damit Pommes. Ach so. Anscheinend will der Geist, dass wir den Wagen weiter als Imbiss betreiben. Also machen wir das. Wenn uns der Geist wohlgesonnen ist, finden wir vielleicht mehr über ihn heraus. Wie du meinst. Aber hier bringt es nichts. Wer sollte hier was kaufen? Wir könnten ihn vor die Hochschule stellen. Da ist immer Betrieb. Ja, aber dafür bräuchten wir jemanden mit Führerschein. Ich habe aus Prinzip keinen und deiner ist letztes Jahr einkassiert worden bei dieser hässlichen Geschichte auf der Documenta. Ah, Moment, ich weiß wen. Hassan hat einen Führerschein und tut mir bestimmt gerne einen Gefallen. Hat die Sache irgendeinen Haken? Freut mich echt, dass ich dir helfen kann, Winnie. Wo wir gerade dabei sind. Du wolltest mir eigentlich auch einen Gefallen tun. Du erinnerst dich? Ja, mal gucken. Was in aller Welt kann Winnie denn irgendwem Gutes tun? Oh, weißt du es denn nicht? Winnie ist voll der gute Hacker. Ich hab dir nur mal dein Windows neu aufgesetzt. Und wenn er sich endlich einmal die Zeit nimmt, holt der liebe Winnie mir 11 Millionen Euro? Genau. In Schmelzkäse. Was? Na, Schmelzkäse. Soft Cheese Coins. Die heißeste, flüssigste Kryptowährung der Welt. Kriegst nicht viel mit vom Markt, was? Da habe ich rein investiert, als noch keiner dran geglaubt hat. Eine kleine Handvoll Käsecoins für einen Apfel und ein Ei. Und heute ein Vermögen wert. Gratuliere. Und wozu brauchst du dann Winnie? Um an die Kohle ranzukommen. Ich habe mein Passwort verschlammt. Was? Mann, ich habe den Account doch mehr aus Spaß angelegt. Zugangsdaten auf irgendein Taschentuch gekritzelt und nie wieder dran gedacht. Ja, bis dann der Kurs durch die Decke ging. Naja, und Winnie soll mir das Ding jetzt hacken und dann wird abkassiert. Was, Winnie? Naja, das ist nicht so leicht, weil der Server von Winnie, mach dich doch nicht so klein. Du packst das, ich weiß es. Guck, ich habe diese Woche wieder einen Kredit aufgenommen. Völlig blödsinnige Konditionen. Ist aber egal, weil ich sicher bin, dass du das hinbekommst.
Musst nur mal etwas den Kopf freikriegen, was? Das kann dauern. Ja, im Moment muss ich nämlich diesen Pommeswagen zum Laufen bringen, damit ich nicht mehr von einem Geist bedroht werde. Oh Mann, ich sehe schon, Winnie. Ihr braucht echt Hilfe. Aber kein Ding. Ich unterstütze euch. Du? Klar, immerhin bin ich BWLer. Also so gut wie Geschäftsmann. Und wäre ich sonst Millionär? Theoretischer Millionär. Und außerdem, das ist ein Imbissstand. Wir haben eine Fritteuse, wir haben Pommes und da laufen jede Menge hungriger Studis rum. Was kann da schon schiefgehen? Die Pommes eben waren verbrannt. Die ich rausgegeben habe, waren noch gefroren. Ich habe hier einen Kunden, der sagt, seine Pommes waren beides mit rußigen Eiskristallen. Wollen Sie Ihr Geld zurück? Aber mit extra viel Ketchup. Ja. Ich will Ketchup. Gib ihr das Geld zurück. Eure Mayonnaise ist völlig ranzig. Ich glaube, ich habe eine Lebensmittelvergiftung. Dafür werde ich euch... Steck ihm sein Geld einfach wieder in die Tasche. Was kann da schon schief gehen? Ach komm, so schlimm war's doch nicht. Was sagt denn die Kasse? Wir haben Verlust gemacht. Was? Wir sind mit 100 Euro Wechselgeld in der Kasse gestartet. Jetzt sind nur noch 90 übrig. Kann doch gar nicht sein. Außerdem riecht das ganze Geld jetzt nach Pommes. Was wir an Ausgaben für die Waren hatten, ist da aber schon eingerechnet. Oder? Hey, Scheitern kann auch was Cooles haben. So ungefähr 80% aller Startups. Das alles war eine blöde Idee. Es war eine blöde Idee. Tja, und was machen wir jetzt? Gute Frage. Im Wagen spukt es wahrscheinlich immer noch. Verkaufen kann ich das Ding also nicht. Oh, ja. Der Geist. Das Beste wird sein, ich mache das Nummernschild vom Wagen ab, stelle ihn auf irgendeinen Autobahnparkplatz und vergesse ihn da. Oder ich zünde das blöde Ding an. Ich könnte mir vorstellen, dass das dem Geist nicht gefallen würde. Da könnt ihr drei Luschen euch aber drauf verlassen. Der Geist! Ist das ein Trick? Das ist irgendein Trick, oder? Wo kommt die Stimme her? Vincent, ich habe wirklich mehr von dir erwartet. Was meinst du denn, warum ich dir den Wagen vererbt habe? Um dir beim Versagen zuzusehen? Onkel Rudi? Wer soll's denn sonst sein? Der Geist der vergangenen Weihnacht? Die unsichtbare Hand des Marktes? Hallo, Herr, Geist... Rudi? Darf ich Rudi sagen? Können Sie mich hören? Soll ich jetzt dreimal klopfen oder was? Nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Du bist tot, oder? Entweder das oder man hat mir einen ziemlich elaborierten Streich gespielt. Nichts für ungut, aber was machst du denn noch hier? Müsstest du nicht längst mit einer Harfe in der Hand auf einer Wolke sitzen oder so? Endlich hat man jemand die richtigen Fragen gestellt. Ich habe auf dem Sterbebett gelegen, mein Leben Revue passieren lassen und bitterlich bedauert, dass ich nicht mehr gearbeitet habe. Was? Dabei muss ich mich irgendwie im Diesseits verheddert haben. Tja, und das Nächste, was ich gemerkt habe, ist, dass ich ein Geist geworden bin. Aber warum haben Sie... hast du das nicht schon gestern gesagt? Weil es mich weniger Kraft kostet, euch einfach eines mit dem Pfannenwender überzubraten. Pfannenwender, klar, so heißt das Ding. Aber bei euch ist es ja leider nötig, euch eine Gardinenpredigt zu halten. Das heute war einfach nur erbärmlich. Hey! Ihr habt jeden Anfängerfehler gemacht, den man sich vorstellen kann. Ungünstiger Standort, miese Ware, abgründiger Service. Wie wollt ihr so erfolgreich Unternehmer werden? Wollen wir? Es ist ja nun ziemlich offensichtlich, was passiert ist. Ich kann erst in die ewigen Jahrgründe einkehren, wenn sich mein Lebenstraum erfüllt hat. Dieser Pommeswagen sollte die Keimzelle für ein international agierendes Imbiss-Imperium sein. Dafür gilt es, den Grundstein zu legen. Wäre das nicht ein ziemlich großer Wagen? Wieso sollten das ausgerechnet wir machen? Oh, das sollte Winnes Job sein. Er ist immerhin mein Erbe. Aber meint ihr etwa, er würde das allein schaffen? Nein. Naja, irgendeine Karriere könnte ich schon gebrauchen. Wenn wir dir helfen, könntest du mir dann bei meinem Forschungsprojekt helfen? Also mir etwas über das Jenseits erzählen, sobald du da angekommen bist? Klar, von mir aus. Aber ich persönlich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Und ich habe da ein kleines Problem mit der Blockchain. Mit der was?
Wenn wir deinen Laden schmeißen, wäre es dann möglich, dass du mir auch mal hilfst und in einem Computer herumspuckst? Ich bräuchte da ein bestimmtes Passwort. Meinetwegen. Pommeswagen, alte Schlösser, Computer. Wird sich schon alles nicht so sehr voneinander unterscheiden. Aber wir haben keine Ahnung von BWL. Ich schon. Ich kann euch alles beibringen, was ihr wissen müsst. Na gut, dann machen wir das doch einfach. Wir werden Unternehmer. So richtig mit Firma und so? Ihr werdet so reich wie ich. Yeah! Okay, und wie machen wir das jetzt?